Ja, hallo, grüß euch nochmal. Ach ja, Gott liebt mich ja so. Bin ja die Kirche, sagt die Kirche ja auch andauernd. Gott liebt mich ja so. Ohne Wenn und Aber. Bis auf die Einschränkungen, die dir die Kirche auferlegt. Und für den Fall, dass du nicht genau weißt, was es für welche sind, ja, dann sieh in die Bibel. Da steht zerschließlich drin. Da, was Gott für Bedingungen hat, was du alles tun musst, damit er dich wirklich lieb hat. Wenn nicht, dann bist du eben ein, so, na, so etwas idiotisch. Ja. Das ist die Kirche. Und die lächerliche Bibel. Es ist lächerlich. Bis auf ganz wenige Sachen, die Sprüche zum Beispiel oder so, wenn man den Teil ausklammert, den die Bibel über die Kirche zu sagen, über die Frauen zu sagen weiß, könnte man das fast stehen lassen, aber eben nur fast. Die 10 Gebote von Christus, die sich über Christus herausgerettet haben, gegen die kann man eigentlich gar nichts sagen. Das ist schon in Ordnung. Bis auf einen kleinen, aber bis einen kleinen Teil. Du sollst dies, du sollst das, du sollst jenes. Völliger Quatsch. Die Bergpredigt ist okay. Bei der Bergpredigt aber bedeutet es eigentlich mehr, du wirst es tun, wenn du wirklich das weißt, du dich deines Bewusstseins bist. Du wirst es tun. Also ganz egal, was da steht, du sollst dies, du sollst jenes, aber du wirst nicht mehr stehlen, du wirst niemanden mehr übervorteilen, du wirst niemanden mehr verleumden. Niemand, der das weiß, der dich seines Bewusstseins ist, verleumdet jemanden. Oder kreidet jemand an oder fängt an zu petzen oder fängt an, die Leute zu denunzieren. Das passiert ganz einfach nicht. Man muss eigentlich nur diesen Teil lesen, um zu wissen, zu begreifen, wer das denn eigentlich genau sagt. Du sagst das. Du hast doch gar keine Lust, du hast gar keine Lust, jemanden zu übervorteilen. Jemand zu denunzieren, um dir selbst einen Vorteil rauszuscheffeln. Wohin soll das führen? Zu noch mal querelen. In der Kirche, Quatsch, in der Bibel steht was von, das hat jemand gesagt, also die Kirchensender sind ja mittlerweile echt in Plage. Also vorher konnte man sagen, na gut, die Kirchen, man konnte reingehen oder auch nicht, aber heute überlatschen sie ja. Alles Quatsch. Aber da steht eben auch, Gott liebt mich ja ohne Wenn und Aber. Nee. Du liebst dich ohne Wenn und Aber. Aber eben, ja, was heißt, du liebst dich ohne Wenn und Aber? Eigentlich ziehst du dich allen vor, das ist richtig. Du ziehst dich allen vor. Keine Frage. Du bist das Höchste, was es gibt für dich selber, aber gar keine Frage. In der Rangliste von allen anderen stehst du auf Platz 1 bis 10. Und danach kommen dann die anderen. Das ist vollkommen richtig. So soll es ja auch sein. Bei allen anderen ist es ja genauso. Nur, dass man eben sich bemüht, das Beste aus sich selbst zu machen. Und dieses Gott liebt mich ja so, ohne Wenn und Aber, eigentlich würde das bedeuten, ich bin eigentlich immer unter Umständen, über die man eigentlich gar nicht meckern kann, wo eigentlich alles prima ist. Natürlich halte ich mich für so gut, für so prädestiniert, klar, für so offen, für so reif dafür, dass ich einfach nur noch in einem Zuckerland lebe, wo alles nur noch toll ist. Ohne Wenn und Aber. Moment, anhand derer, die ich wirklich von Herzen verachte, erkenne ich, dass ich nicht so bin. Oh. Siehst du, es gibt sicherlich eine Menge Menschen, die in meinem Leben wirklich einfach die Pest waren. Sie waren einfach furchtbar. Warum war ich dann trotzdem da? Auf der einen Seite, um zu erkennen, dass ich früher mal genauso gewesen bin. Das hat gar keinen Sinn, das abzustreiten. Natürlich war ich mal genauso. Aber klar, ich habe mich ja selber mal genauso blöd benommen. Ja, aber jetzt tue ich auch einiges, um nicht mehr so blöd zu sein. Vor allem tue ich einiges, um dann nicht mehr so, dann nicht, eben dann nicht mehr zuzugehören. Aber solange dann noch der geringste Zweifel besteht, bei mir, nicht bei den anderen, bei mir, solange dann noch der geringste Zweifel besteht, dass ich echt nicht leiden kann und da wirklich nicht hin will, so lange bleibe ich noch hier. Ich habe mich längst in das Bewusstsein, das weißt du dich meines Seins zu sein, das weißt du dich meines Bewusstseins zu sein, eingefädelt. Da bin ich längst drin. Auf dieser Spur bin ich längst. Aber es gibt eben doch noch ein paar Sachen, wo die Frage ist, kann ich das wirklich immer behaupten? Im Sinne von behaupten nicht, dass ich es allen anderen entgegenschleudere, aber behaupten im Sinne, dass ich es wirklich weiß. Dass trotz dieser ganzen blöden, doch wirklich doofen Sachen, die manchmal passieren, ich trotzdem weiß, solange ich davon also innerlich unbeteiligt bleibe, solange ich mich tatsächlich für weiß mitnimmt, solange ich über mich selber, also solange ich selber über jeden Zweifel dabei erhaben bin,
auch wenn ich einige Sachen noch gerade zu stemmen habe, solange das so ist, bin ich wirklich reif für ein erhobenes oder gehobenes Leben. Solange ich das weiß, ja. Aber ich stelle das eben hier andauernd unter Beweis. Nun bin ich aber ungern unter Menschen, denen ich andauernd, wo ich mich andauernd praktisch verteidigen müsste oder andauernd sagen muss, ach nee, komm, bitte halt den Mund, ich will das einfach nicht mehr. Ich will einfach nicht, ich gehe einfach nur weg. Nein, das ist keiner gerne. Aber er muss eben auch erkennen, dass es eine ganze Weile zu einem selbst gehört hat. Blöderweise auch die eigene Familie. Da hat die Bibel ja schon vorgesorgt, nicht? Also für den Fall, dass du erkennst, also eigentlich waren deine Eltern, Vater, Mutter, die Familie und so weiter, und dann so über jeden Tadel erhaben, ganz im Gegenteil, eigentlich haben sie dir lauter Sachen eingeimpft, die der Wirklichkeit gar nicht standhalten, jedenfalls deiner Wirklichkeit, die du zu erleben wünschst, nicht? Also für den Fall, dass du der Mann nun bist, das doch nicht so gut ist, da hat die Bibel vorgesorgt. Du sollst Vater und Mutter ehren, aber ja. Du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, wieso? Mein Vater hat mich doch da verprügelt, ich wurde missbraucht, ich war doch erst 3 Jahre alt. Du sollst Vater und Mutter ehren? Hast du das jetzt verstanden? Da hat die Bibel so schön vorgesorgt, was? Ja, haben die auch. Perfide, gemeiner ging es ja gar nicht mehr. Das ging wirklich nicht mehr gemeiner. Um euch davon abzuhalten, dass ihr selbst dahinter kommt, dass ihr selbst durchaus so mächtig seid, alles aus dem Feld zu schlagen, was ihr selbst nicht mehr zu erleben und auch nicht mehr zu sein wünscht. Ah, da gab es in der Bibel aber schon eine ganze Menge Stellen, die dich davon sehr wohl abhalten würden. Du musst deine Väter, deinen Vater ehren. Die Väter und die Väterväter, die waren abscheulich. Gut, okay, sie waren wirklich, ihrem ganzen Leben waren sie eigentlich großartig. Sie bestanden eigentlich nur aus lauter Demütigung für ihre Familie oder auch für ihre Bekannten oder was weiß ich was. Egal, du hast sie zu ehren. Ja, dann weißt du aber auch, in welcher Patsche du sitzt, wenn du es tust. Vorhin habe ich gesagt, da gibt es ja auch jetzt auch Imame im Gefängnis, die gehen ins Gefängnis und dann sagen sie den Gefangenen, bringen sie den Koran bei. Nun weiß ich aber, dass im Koran, im muslimischen Glauben, der Vater nun mal über alles steht. Und nicht wenige der Häftlinge im Knast, schuldig oder nicht schuldig, die da im Knast sitzen, haben ja auch Familie. Und jetzt bekommen sie beigebracht, dass sie doch, also der Vater, das ist natürlich, also der Vater ist das Haupt der Familie und natürlich steht sein Wort steht über allem, also nur noch das von Allah kommt über ihn, aber er muss das eben interpretieren, er muss das seiner Familie näher bringen. Dann müssen sie auch mal Verantwortung über sich übernehmen. Zunächst einmal, wenn ich richtig informiert bin, wenn man den Gazetten glauben darf, wenn man ihn glauben darf, ich weiß auch nicht, dann hat der Vater, der gerade wegen Drogenschmuggel und einem versuchten Mord und dreifacher Vergewaltigung beispielsweise, trotz allem hat er seiner Familie zu sagen, dass doch immer noch nicht er das Haupt der Frau ist und so weiter. Oder dass er die wichtigste Person hier in der Familie ist. Und natürlich seine Kinder, die vielleicht gerade erst mal 8 oder 9 Jahre alt sind, seine Töchter sozusagen, haben doch schon mal zu lernen, dass sie die Ehre der Familie verteidigen müssen. Mein guter Vater sitzt jetzt wegen Drogenschmuggel und Versuchsmord im Gefängnis, aber die Töchter haben die Ehre der Familie zu verteidigen. Bei einem Lebenswandel, der untadelig ist für die Familie, werden sie selber praktisch durch das vom Pfand des Lebens sozusagen verabschieden können. Wenn wir eine solche Gesellschaft haben, in der so etwas möglich ist, in so einem Gedankengut möglich ist, dann habe ich mich gefragt, warum bin ich überhaupt bei Tempel da zu selten? Was habe ich da zu suchen? Was war ich dazwischen? Was soll das? Um mich daran zu erinnern, dass ich das offenkundig mal so gut gefunden habe. Offenkundig ja. Sonst wäre ich ja nicht hier und würde mich darüber beschweren. Und will es anprangern, anklagen und so weiter. Nun klage ich es nicht an, sondern ich sage, jeder, auch die Leidtragenden von solchen Fällen, haben die Möglichkeit, alles in die Kristallschwingung zu bringen. Jeder. Türkisch oder muslimisch oder ägyptisch oder afrikanisch oder bayerisch oder aus Friesisch oder niedersächsisch oder aus Thüringen oder aus England oder aus was weiß ich wo. Jeder hat die Möglichkeit, alles in eine Kristallschwingung zu bringen. Dafür bist du ja ein denkendes Wesen.
Und das meinte meines Wissens auch die wichtigste Person des Neuen Testamentes, nämlich Jesus Christus von Nazareth. Der Nazarener sagte, alle Menschen sind willkommen am Tische meines Vaters. Er konnte doch vor 2000 Jahren keine andere Wortwahl haben. Das ging doch gar nicht, die Menschen hätten es doch überhaupt nicht verstanden. Aber er meinte natürlich, alle Menschen sind in der Lage, sich an der Kristallschwingung immer wieder zu reinigen. Der Ärger, der Trouble kommt daher, dass sie es nicht tun. Das heißt, ich kann mich hier noch so oft über irgendwelche Gesellschaftsstrukturen aufregen, die hier in Deutschland mittlerweile gang und gäbe sind, von denen ich auch nicht geglaubt habe, dass ich das mal erleben werde. Aber wir müssen uns davon reinigen. Es hilft alles nichts. Natürlich müssen wir uns davon reinigen. Wir können das ja auch. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu waschen, und jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine Klamotten in die Waschmaschine zu stecken. So fast jeder. Ich meine, es wird schon gehen. Oder zumindest hat er die Möglichkeit, irgendwie seine Wäsche zu waschen. Aber ich weiß nicht genau wie, aber es wird auf jeden Fall gehen. Es gehört eigentlich zu der Möglichkeit, es gehört eigentlich zu den Grundrechten, die die Menschen haben, ganz einfach aus einer simplen Beobachtung heraus. Hygiene ist deshalb so wichtig, damit die Volksgesundheit da bleibt. Weil ganz einfach, wenn wir, entschuldige, die schlimmsten Krankheiten der Welt wurde durch Unhygiene übertragen. Die Pest war nur deshalb so auf dem Vormarsch damals, ganz einfach deshalb, weil die hygienischen Zustände einfach eine Katastrophe waren. Aber das war eben ein Spiegelbild unserer geistigen Hygiene. Wir hatten nämlich überhaupt keine geistige Hygiene damals. Wir waren nicht in der Lage, uns selbst zu reinigen. Obwohl natürlich das Wort Gottes über allem stand und trotzdem hatten wir keine Ahnung, was wir damit machen sollten. Na dann, die Pastor, die Pfarrer wussten es. Und so sah die Welt dann ja wohl auch aus. Und die Geschichte der Bibel? Ein einziges Hauen und Stechen. Also komm, bitte, klammer dich nicht an Geschichten oder klammer dich nicht an Ideen, an die du selbst nicht glaubst. Du kannst dir darüber vorstellen, dass das völlig idiotisch ist, dass es einen übergeordneten Gott gibt, der zu dir sagt, du sollst nur mich lieben. Was ist denn das für ein Unsinn? Aber trotz allem ist das richtig. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Damit bist aber du gemeint, du krakelst so. Und du hast auch kein Ego-Problem. Willst du ein allmächtiger Gott sagen oder willst du ein Gott für alle Menschen sagen, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann würde ich mal sagen, der hat ein ziemliches Ego-Problem. Die Kirche hat garantiert eins. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir das sind, die das sagen. Ich bin der Herr, mein Gott, natürlich. Ich habe doch keine anderen Götter neben mir. Ich dulde doch nichts anderes neben mir. Und nur die, die in meinem Denken fast exakt gleich und ähnlich oder zumindest ähnlich sind und zum selben Schluss kommen, kann ich in meiner Nähe überhaupt dulden. Und etwas anderes will ich auch nicht. Ich weiß genau, ich bringe jede Verunreinigung sofort in die Kristallschwingung, auf der Stelle und sofort. Das tue ich auf mein eigenes Geheiß. Ich will es so. Ja, aber dann ist auch, aber hier endet dann auch meine Macht, ne? Gut. Ich will ja auch in deinem Leben nicht viel zu sagen haben, eigentlich überhaupt nichts. In deinem Leben habe ich gar nichts zu suchen. Siehst du, ich bin allmächtig, in der Tat. Aber in deinem Leben endet meine Macht. Siehst du, eben um woanders hinzukommen, um woanders irgendwo reinzuplatzen und dort mal zu sagen, hör, pass mal auf, Junge, pass mal auf, mach das mal so, ich sag dir mal, wie es geht. Und du hast jetzt das und das zu tun. Müsste ich mich völlig auf dich einstellen? Und damit müsste ich alles ablegen, was zu deinen Sinnen und Vorstellungen gar nicht gehört. Und das kann ich nicht, weil ich mich selbst nicht ablegen kann. Das ist unmöglich. Um sozusagen richtig mit dir eins zu sein und also mit einem anderen Menschen eins zu sein und mich völlig auf ihn einzustimmen, da müsste ich ja alles über Bord werfen, was nicht zu ihm gehört. Und da müsste ich ja alles über Bord werfen. Da müsste ich ja alles ablegen. Und das kann ich nicht. Weil ich mich selber nicht ablegen kann. Kann aber aus mir das Beste machen,
dass ich Gemeinsamkeiten mit allen habe, die genau das Gleiche tun. Alles in eine Kristallschwingung, damit ihr eigenes Ego, ihr eigenes Ich, ihr eigenes Selbst wieder so hell ist, dass es natürlich locker lustig Gemeinschaft mit allen anderen hat, die es auch sind, ohne dass sie jetzt unbedingt scharf darauf sind, alle anderen irgendwie zu übervorteilen, dem über den Mund zu fahren oder denen ihre eigene Macht über ihr eigenes Leben abzusprechen. Das wäre ja absoluter Irrsinn. Ein Irrsinn, den wir aber seit Tausenden von Jahren erleben, als Mensch sozusagen. Und das ist nicht unbedingt gut gegangen. Nicht, wenn man sich die unglücklichen Menschen anguckt, die offensichtlich andauernd mit sich selbst im Clinch liegen. Und andauernd an eine höhere Instanz glauben, wie alle anderen auch. Und dann werden wir ja wohl alle mal gerettet. Du wirst es ja auch. Keine Panik. Du hast auch keine Lust, dich vor die Hunde gehen zu lassen. Tu dich nicht, nein. Du kannst doch nicht alle anderen mitnehmen. Die haben ein eigenes Dual. Und eine eigene Beobachtungsgabe. Oft sitzen wir doch in der Patsche, einfach um sicherzustellen, dass wir mit denen ganz bestimmt nichts zu tun haben. Dass sie das ganz bestimmt nicht wollen. Viele Menschen in meinen ersten Lebensjahren, sagen wir mal so die ersten 20, überzeugt mich überhaupt nicht. Vielleicht zwei oder drei, aber nicht sehr viele. Aber sonst nicht sehr viele. In meiner Schulzeit war es, glaube ich, genau eine Lehrerin, die ich einfach klasse fand. Die auch klasse war. Aber das war's dann auch. Das adelt mich jetzt nicht gerade, aber immerhin, ich habe erkannt, warum ich die anderen sah. Sie waren durchaus alle keine Ungeheuer, um Gottes Willen. Ich denunziere hier niemanden oder sage jetzt, oh, die waren ja alle so schrecklich. Nein, 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 das nicht. Sie hatten nur eine Schiene gefahren, auf denen ich nicht folgen konnte. Und bei den Menschen, die ich mochte, konnte ich einen Teil der Strecke mitgehen, aber eben nur einen kleinen Teil. Und dann biege ich eben ab. Das ist ja okay. Dagegen hat ja kein Mensch was. Wichtig ist nur, dass ich mich dann nicht mit denen gemein erkläre oder als Einheit sehe oder als zugehörig erkläre, die ich jedoch in Wahrheit eigentlich lieber von hinten sehen würde. Und zwar ganz weit weg, in der Ferne. Da siehst du dann alle gerne, das ist okay. Aber bitte nicht näher rankommen. Mit anderen Worten, ich komme denen nicht näher ran. Das heißt aber auch, dass ich sie nicht anfeinde. Das heißt auch, dass ich nicht gegen sie kämpfe. Diese Notwendigkeit ist mir nicht geläufig, dass man gegen Menschen kämpfen muss, zumal das Universum ja wirklich groß genug ist. Wir haben ja schon mal gehört, dass das Universum doch relativ groß ist. Ach ja, das reicht so für jeden. Also jeder hat da so sein Plätzchen. Ist okay. Aber ich will eben auch dann in der Gemeinde sein, derer, die so in etwa meine Vorstellungen haben, sodass wir uns nicht gegenseitig überfahren. Und wir uns dann nicht ständig die Nächte heiß diskutieren oder so. Das will doch kein Mensch mehr. Es ist wahrscheinlich so, dass ich den tiefsten Frieden, die höchste Höhe, das höchste Glück erlebt hatte, einfach deshalb, weil ich alles andere ausgeklammert habe. Und auf einmal begann ich zu begreifen, was das Nirvana ganz genau sein soll. Was die Buddhisten unbedingt hinstreben. Es ist einfach die Ausschaltung all dessen, was mein Sinn von meinem höchsten Licht, von meinem strahlend weißen Sein und sowas ablenken würde. Und das will doch kein Mensch haben. Das kann das Leben aufregend machen, aber sonst. Es ist die Tatsache, dass uns immer wieder etwas eingepflanzt wird, dass wir, das musst du noch haben, und das musst du haben. Ich habe heute Nachricht bekommen, Dagmar, beeil dich, nur noch heute hast du noch Rabatt auf was weiß ich was alles. Und ich sagte, ach, was soll ich damit? Aber es gibt Menschen, die auf sowas wirklich reagieren. Und die Werbung wird aggressiver. Aber sowas von. Ja gut, sie wird aggressiver, aber muss ich denn darauf reagieren? Noch habe ich hier die Wahl. Aber ich bin auch in der Lage, hier zu unterscheiden, was ich will und was ich nicht will. Und darum sagte ich auch so, also ich meine, ich bin in der, in der ich kann den Zustand, dieses absolute Glücksgefühl, diese richtige Ruhe, diesen himmlischen Frieden, den kann ich in mir doch tatsächlich so peu à peu immer mehr abrufen.
Es gelingt nicht sofort und nicht immer auf Anhieb. Das kann ich nicht immer, aber ich schaffe es doch immerhin noch manchmal. Also ich schaffe es immer öfter. Es gelingt mir immer mehr. Wenn mir das dann auch beim Abwasch gelingt oder wenn mir gerade meine Lieblingstasse zerbricht und ich gerne, ob mir das dann auch gelingt, wenn ich hier gerade einen Brief vom Finanzamt bekomme oder so etwas, das wird sich noch herausstellen, ob ich das dann auch kann. Aber je mehr ich es kann, auch in solchen Situationen, desto besser gelingt die Sache insgesamt. Und vergiss bitte eines nie. Du bist die Summe deiner Gedanken, die ja deine Gefühle hervorbringen. Vergiss das nie. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Summa summarum. Ich bin das, was ich denke. Und ich denke so, weil ich so bin. Und das schließt das Vorhandensein von sehr, sehr vielen Gestalten in der Geschichte, die wir in der Geschichte kennengelernt haben und was sich in der Gesellschaft so tummelt, sofort aus. Mit anderen Worten, das, was ich denke, engt das Auftauchen von einigen Situationen und einigen Menschen sofort ein. Weil alles, was auf mich zukommen kann, ja unverzüglich was oder unweigerlich was mit mir zu tun haben muss. Diesen Satz muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da ich das Weitsinnig meines Bewusstseins bin und ich es wirklich bin, engt das, was mir passieren kann, engt die Möglichkeiten, das, was mir passieren könnte, sofort ein. Weil alles, was mir passieren könnte, unweigerlich was mit mir zu tun haben muss. Bin ich aber nur das weiße Licht meines Denkens, dann wird die Erfahrbarkeit von etwas wirklich Abscheulichem, was wir alle nicht wollen, immer mehr unmöglicher, bis es irgendwann ganz verschwindet. Das müssen wir wirklich verstehen. Ich hatte einmal einen Film gesehen, wo es um die Wertigkeit ging. Und da kam auch eine Buddhistin zu Wort. Eine ziemlich aufgestiegene Meisterin. Und sie war wirklich eine aufgestiegene Meisterin, das wusste ich. Und zwar anhand des Beispiels, was sie wählte. Sie sagte nämlich, da gibt es zum Beispiel jemanden, der hat bereits 8 oder 9 weiße T-Shirts und kann jetzt und will jetzt, der Anreiz ist da, sich das 10. zu kaufen. Nun, er braucht aber gar keine weißen T-Shirts mehr, weil er hat ja schon 9. Es war komisch, dass sie das Beispiel des weißen T-Shirts gewählt hat. Ich denke nicht, dass es uns Schwierigkeiten bereitet, für 10 Euro irgendein T-Shirt zu kaufen, welche Farbe nun auch immer. Wir machen uns aber nicht große Gedanken. Ich hätte eigentlich ein Beispiel genommen, und da spricht jetzt weiß man genau, wo wir genau stehen. Ich hätte dir gesagt, ja, guck dir mal an, du hast bereits, was weiß ich was, 7 oder 8 Goldkettchen, oder du hast bereits 2, 3 Autos und brauchst doch jetzt kein anderes mehr, oder du hast bereits eine ganze Schmuckschatulle voller Edelsteine oder sowas und jetzt willst du immer noch mehr. Siehst du, sie ist bereits so abgerückt, dass ihr wirklich nur noch das Beispiel eines T-Shirts einfiel oder sowas, wenn ich bereits genau in diesem Modus des Luxus dieser Gesellschaft bin und mir fallen dann prompt Luxusautos oder Schmucksteine oder was weiß ich, maßgeschneiderte Sachen oder irgendwelche Luxuskleider von Dior oder so etwas ein. Also man kann sich also schon vorstellen, wohin sich unser Bewusstsein so, wer wohl näher an seinem eigenen, sagen wir mal, an dem Nirvana, wo ja wirklich nichts das Denken beschwert, wer wohl näher dran ist. Und ich verrate dir, setze dann besser auf die andere, weil ich war es dann offenkundig nicht. Denn mir fallen dann wirklich nur Luxusgegenstände oder sowas ein. Also offenkundig bin ich noch nicht so weit abgewandt, wie es doch gerne sein möchte. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Es bringt mich jetzt nicht, wer weiß, wie zum Verzweifeln. Aber ich versuche dir zu sagen, was die Menschen eigentlich wirklich gesagt hat. Sie hat gesagt: Gucke dir gut an, was du wirklich brauchst. Und sieh dir gut an, was dir die Werbung erzählt. Ob du das, was man dir erzählen will, was du noch unbedingt haben musst, wirklich brauchst. Die Gesellschaft, so wie sie läuft, ist absurd. Dem männlichen Teil der Gesellschaft wird eingeimpft, er müsse unglaublich gut und erfolgreich sein, viel Geld haben, damit er da die schönsten Mädchen hat und dabei da die vollbusigen Naturen da hat und was weiß ich was alles und da also praktisch in Champagner baden kann. Dann bist du erfolgreich.
Und du musst praktisch das meiste Geld von allen haben. So müsstest du, sagen wir mal, reich wie Bill Gates sein. Nun ist es aber unmöglich, dass jeder Mensch reich wie Bill Gates ist. Es sei denn, wir haben eine Inflation. Dann sind sie ja sehr schnell Millionär. Darum sei vorsichtig, wenn du dir Geld wünschst, weil es könnte, wenn das mich alle tun, und dann passiert das auch, dann haben wir sehr, sehr schnell eine Inflation. 1922 hatten wir alle Millionäre. Da war jeder Millionär, aber mit dem Geld war nichts mehr anzufangen. Wir setzen oft auf das falsche Pferd, wenn wir uns was wünschen. Für die Frauen und die andere Teil der Gesellschaft ist das noch schwerer. Denn was wird ihnen denn nun erzählt? Sie sollen immer jünger aussehen, immer jünger, was natürlich biologisch völlig unmöglich ist. Ich bin über 50 und sehe nicht aus wie 30. Das ging auch gar nicht. Die Uhr tickt doch logischerweise und ich tue auch nichts, um so krampfhaft jünger auszusehen. Das ist doch lächerlich. Dann sollen sie auch noch dünn wie Zahnseide sein, am besten. Also praktisch nichts wiegen, was auch idiotisch ist. Der Körper wiegt nun mal irgendwas. Das geht ja wohl nicht anders. Ansonsten sollen sie eine Eieruhr haben, eine Taille. Also wirklich bitte eine Eieruhr, aber natürlich ein voller Busen, das muss auch noch sein. Ja, was hätten die Männer denn gern? Also das ist doch idiotisch. Gleichzeitig schön und intelligent und klug und so weiter und so fort. Und natürlich auch noch unschlagbar im Sport. Und ansonsten natürlich die Zierde eines jeden Mannes. Das steht auch in der Bibel, wollte ich nur sagen, dass der Mann die Zierde des Mannes ist. Also nur so zum Thema, wenn du wissen willst, wie du dich gottgefällig verhältst, liest die Bibel. Also lass bitte davon die Finger. Übrigens ist an diesem Satz, wenn man es in Prinzipien aufteilt, der Satz richtig, aber nur dann, wenn man begreift, was die Männer und Frauen ganz genau sind, lebendige Wesen des weiblichen Prinzips. Sie können auch nur lebendig sein, denn nur wenn du zu einem Prinzip gehörst, wärst du tot. Mit anderen Worten, dann würdest du dich nicht mehr bewegen. Ist das klar? Dann sage ich es nochmal. Also, wir haben hier die Wahl. Männer und Frauen zu sein, aber wir müssen begreifen, dass wir zum weiblichen Prinzip gehören. Das männliche Prinzip ist stur, starr. Das bewegt sich nicht einen Millimeter und nicht für eine Sekunde. Ganz einfach deshalb, weil es ein Prinzip ist, was stocksteif dasteht. Jetzt kann ich mir überlegen, will ich dieses Prinzip erfüllen, ja oder nein? Will ich es nicht, wende ich mich davon ab und gehe weg. Habe ich es eine lange Zeit aber trotzdem sehr gut gefunden. Und wenn nehme ich jetzt davon ab, dann muss ich mit Gegenverkehr rechnen. Weil immerhin viele Leute das mal gut gefunden haben und jetzt, wenn ich sage, ach nee, doch nicht, dann ist es ungefähr so, als wäre ich ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Ich bin einfach auf der falschen Spur. Dann muss ich also mich ganz, ganz weit, ich glaube, rechts halten, um wieder von der falschen Spur abzukommen. Nun, ein Geisterfahrer auf der Autobahn, ich weiß nicht, was er dann am besten macht, wenn man feststellt, dass man sich geirrt hat. Keine Ahnung, ich habe keinen Führerschein. Natürlich nicht, weil natürlich habe ich keinen Führerschein. Was glaubst du, was mir passieren würde, wenn ich einen Führerschein hätte? Ich würde dann alle reinkrachen bei meinen Lebensansichten und bei meiner Geisteshaltung. Da würde ich dann alle reinhauen, um Gottes Willen. Nee, ich hatte Glück, ich hatte gar keinen. Aber das ist mir damals nicht aufgefallen, dass das ein großes Glück war, dass ich keinen Führerschein bekam. Was für ein Glück. Denn genau, das war mein Problem. Ich war in alle reingekracht. Ich will damit sagen, wenn du feststellst, dass du auf einer Welle schwimmst, von der du auf einmal merkst, halt, stopp, nein, das geht genau in den Abgrund und das geht genau wie die Niagarafälle nach unten, dann bleib bitte sehr, sehr weit am Rand der Gesellschaft. Sprich möglichst wenig nach Möglichkeit, wenn du feststellst, dass du mit lauter Leuten umgeben bist, die eine Meinung vertreten, von der du vielleicht früher mal dachtest, dass sie prima ist, heute aber feststellst, na besser doch nicht. In diesem Sinne, sei dann bitte in allem sehr zurückhaltend, damit du nicht mit allen konfrontiert wirst, von denen du genau weißt, dass du einer Konfrontation mit denen nicht gewachsen wirst. Das ist der Grund, warum man besser erst einmal ruhig sein sollte. Aber nicht nur die Frau schweigt bitte in der Kirche. In diesem Fall schweigt bitte jeder, der genau weiß, eine Diskussion mit denen kann man wegen Sinnlosigkeit oder also wegen befürchteter Sinnlosigkeit sofort einstellen.
Weil die Menschen, mit denen man dann zu tun hatte, man will gar nicht mehr dazugehören. Aber es hat doch keinen Sinn, die Menschen davon zu überzeugen, dass ich nicht mehr zu ihnen gehören will. Das ist doch idiotisch. Um meinen Seelenfrieden zu können, um meinen Seelenfrieden zu bewahren, darf ich wirklich nicht dazugehören. Und das ist eine verdammt einsame Entscheidung. Besonders wenn man merkt, dass man gerade in einer Clique ist und gerade mal es geschafft hat, akzeptiert zu werden und dann das blöde Gefühl hat, dass man nur deshalb akzeptiert wird, weil man dabei gewesen ist, mit allen anderen gemeinsam einen anderen zu mobben. In was für eine Regel würde mich das denn stellen? Eine sehr schlechte. Und ich meine, dass das auch 20-Jährige begreifen können, auch 15-Jährige. So blöd ist das, also so schwer ist der Gedankengang nicht. Ich habe, als ich mir das Alter meiner Zuhörer angesehen habe, stellte ich fest, ihr seid alle mein Alter eigentlich. Also wenige sind älter. Ein paar sind älter, wenige sind etwas jünger. Aber 20 oder 25 Jahre gehören mir ganz, 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 hören mir kaum zu. Und wenn dann überhaupt, dann höchstens halbe Minute oder so, dann scheinen die gleich wieder weg. Da frage ich mich natürlich manchmal schon, warum eigentlich? Weil immerhin rede ich von dir und entschuldige, in deinem Leben bist du das Hauptthema. Ich rede hier nicht schlecht von dir, um Gottes Willen, nein. Ich weise dich nur darauf hin, dass du dir in deinem Leben, dass du in deinem Leben das dir gefallen lassen musst, dass du manchmal noch mit Menschen zusammen bist, von denen du genau feststellst, die sind deshalb so herzlich schlecht. In deinen Augen, nicht generell, aber auch nicht in Gottes Augen, tralala. Nein, nein, die sind einfach in deinen Augen einfach nicht mehr akzeptabel. Aber nur deshalb, damit du auch genau weißt, dass du nicht mehr so sein willst. Das ist ja schon mal ein Schritt dahin. Jetzt geht's weiter. Was muss ich denn tun, um nicht so zu sein wie, was weiß ich, der prügelnde Nachbar oder der ewig stänkernde, was weiß ich was. Was muss ich denn nun genau sein? Na, das weißt du nicht meines Bewusstseins, um nicht mehr so zu sein. Das würde aber bedeuten, dass ich immer dann, wenn ich mit etwas konfrontiert bin, was ich nicht will, immer wieder denke, ich bin das weißt du nicht meines Bewusstseins. Das geht mich ja einfach gar nichts mehr an. Ja, manchmal schon auch, aber ich will es eben nicht mehr. Aha. Das lässt sich hören. Du findest es toll. Soll heißen, du findest es gut, das weißt du nicht, dein Bewusstsein zu sein. Die Menschen, die es nicht sind, gratulieren dir meistens nicht zu diesem Entschluss. Die finden es dann nicht so klasse, dass du nicht mehr dazu gehörst. Und durchaus nicht. Sie brauchen dich ja. Als jemand, der die Menge andickt sozusagen, der zahlenmäßig ein bisschen mehr hermacht, was, naja, Gott, nicht, also diese Idee mit dir sind wir viele, so ungefähr. Und dann, nicht, dann können wir doch mal allen zeigen und so weiter. Ich habe von wegen, also ich würde eher sagen, ich zeige mir etwas. Nämlich in meinem Leben, mein Leben benutze ich dafür, um genau herauszubekommen, wo ich hin will und wohin nicht. Da achte ich sehr gut drauf. Übrigens, heute Abend kommt, also am Dienstag, heute ist Dienstag, da kommt der Film Der Anwalt des Teufels auf Tele 5. Den habe ich nun schon drei oder viermal gesehen, ich brauche ihn nicht mehr zu sehen, aber ganz zum Schluss, am Schluss, wo John Milton und der Kevin aufeinandertreffen, wieder einmal, denn ich meine, dieser Kevin ist der Anwalt von John Milton. Da sagt dieser John Milton etwas sehr Interessantes. Wofür schleppst du eigentlich den Sack Steine mit dir herum? Aus einem ganz einfachen Grund. Er ist praktisch mit dir festgewachsen. Du wirst ihn erstmal so schwer, du wirst ihn schwer los. Du wirst ihn so schwer los, weil diese Bürde praktisch an dir klebt. Du warst mal damit identisch. Und erst, wo dir das auffällt, merkst du, dass das echt, echt blöd war. Um es mal so auszudrücken. Ja, jetzt musst du es nur noch weg, jetzt musst du davon weg. Das ist eine Bewusstseinsfrage von dir. So wie der Gott in der Bibel sich präsentiert oder präsentiert wird von der Kirche. Heißt das zwar, die halten dich hin.
Du darfst es ja sehen, aber nicht anfassen. Anfassen, aber nicht kosten. Kosten, aber nicht runterschlucken. Und dann trippeln wir von einem Bein auf den anderen und wissen nicht genau, wohin wir sollen. Der Witz ist jetzt folgendes: Du kannst alles sehen, anfassen, nehmen, Mund nehmen, runterschlucken. Aber da musst du auch genau wissen, dass du dich von dem vereinnahmen lässt. Und so, wie du das vereinnahmt hast, bist du auch von dem vereinnahmt. Vergiss das ist eine Frage der Entscheidung. Will ich das oder will ich das nicht? Der Kevin an diesem Film kommt zum Schluss zu der Überzeugung, er will es nicht. So auf keinen Fall. Und schon taucht schon mitten wieder auf. Diesmal wieder in anderer Verkleidung. Daher ist mir ist durch diesen Film erst aufgefallen, Eitelkeit ist eindeutig meine Lieblingssünde. Na natürlich. Weil wir andauernd mit uns den Kampf ausfechten. Wir wollen doch einfach fabelhaft sein. Wir wollen strahlend schön sein. Aber, naja, gut, okay, wir wollen jetzt andere nicht übervorteilen. Wir wollen ihn nicht so direkt über den Mund fahren. Nein, wir wollen ihn nicht wirklich den Vorteil anwegnehmen. Aber eigentlich wollen wir doch alles für uns. Und das ist das, was uns so schwer fällt, zu begreifen. Dass wir ja alles bekommen, was wir wollen, so wie wir reif dafür sind, so wie wir das weiße Licht unseres Denkens ja wieder haben. Das, was ja ausschließen würde, dass ich allen was wegnehme. Dann nehme ich allen was weg, dann ist man nicht natürlich perdu. Man kann mich davon auch verabschieden. Ja. Aber das weiße Licht meines Bewusstseins wandelt ja alles in Kristallschwingung. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja der Witz an der Sache. Dass wir das nicht erkannt haben und ich meine, so, guck dir dieses Gefasel doch in der Kirche an. Selbst da haben die was heißt selbst da? Gerade da haben sie die Hierarchien ja. Und keine Religion funktioniert ohne Herabsetzung der anderen Menschen. Besonders wenn sie eine Gebärmutter haben. Meine Güte nochmal, denen, die das Leben verdanken, denunzieren sie bis zum Gehtnicht was. Und zwingen ihnen aber witzige Regeln auf. Ich denke, wir wissen, wohin das mal geführt hat. Aber wir sind auch diejenigen, die anfangen, was es heißt, denken zu können. Ich sagte doch, ich liebe meine Gedanken. Ich kann es kaum erwarten, was mir als nächstes einfällt. Also ich finde es immer prima. Also ich werde immer hochgehalten, auch wenn es mir manchmal gibt es Situationen, wo ich denke, oh Gott, no, nicht schon wieder. Oh no, no, nicht schon wieder. Nicht das schon wieder. Jetzt weiß ich ganz genau, dass ich da sicher sein will. Ich wünsche dir wirklich viel, viel Spaß in dem, viel Freude. Und hab viel Freude an deinen Gedanken. In dem Film Der Leuchtturm von Nena taucht der Satz auf: Ich tauche den Fischen hinterher. Na komm, vertreiben wir uns die Zeit im Meer. Und dann geht das irgendwie los: so, ich tauche den Fischen hinterher. Das ist genau das, was wir tun. Wir tauchen den Ködern hinterher. Wir müssen nur überlegen, wo landen wir, wenn wir da wem folgen. Guck dir gut und kannst du dann dein Licht weiterhin behaupten? Es geht darum, das ist das Spannende daran. Es geht in deinem Leben darum, dass du dein eigenes Licht, deine eigene Energie, deine eigene Energetik immer wieder behauptest. Du brauchst gegen die anderen nicht zu kämpfen, aber du musst schon wissen, okay, ich bin das weiße Licht meines Denkens und ich will nicht mehr mit dem und dem und dem zusammen sein. Und ich tue alles, um mich davon zu trennen. Ich danke dir fürs Zuhören. Für deine eigenen Worte. Ich danke dir fürs Zuhören deiner eigenen Worte, die du immer wieder sagst. Alles, alles Gute. Tschüss.